Dich angeguckt, der meinte am nächsten Tag zu mir dann, ich habe Albträume bekommen von den Sachen, die du erzählt hast. Scheiß jetzt. Der musste erstmal schlucken und sagen, ach ja, du Alter, was ist denn Islam? Das ist Schocktherapie. Ja, der war weg, meinte er erstmal, der konnte die Nacht schlecht schlafen. Weil der war ja drauf und dran zu kommentieren, ne? Deswegen müssen die an mir vorbei, bevor die sich für Islam interessieren. Und danach könnt ihr immer noch sagen, ja, ich habe nichts gesehen oder, oh, Jesus Christus ist doch besser als Islam. Ja, das war auf jeden Fall toll, dass er sich das auch mal angeguckt hat dann. Ja, wenn du eine Seele davon bewahrst, ne, in den Islam zu konvertieren, du weißt ja nicht, wie du jemanden auch das Leben errettet hast. Du weißt ja nicht, ob der sich radikalisiert. Ob der dann Koran ernst nimmt und dann die Hadithe und das Leben von Mohammed ernst nimmt und dann ist vorbei. Dann haben wir ist doch eine Gefahr. Islam oder F steht für Frieden. Ja, genau. Also ihr schützt auch Leben damit, wenn ihr eben die Videos von Amir an Leuten bringt, die zum Islam konvertieren wollen. Ihr schützt wirklich Leben damit. Unabhängig davon, ob sie errettet werden durch den Herrn Jesus. Aber hier auf der Erde, sich selbst nicht zu schaden und anderen Menschen nicht zu schaden. Ja, ich versuche da auch immer den einfach mal ein bisschen, weil es gibt ja das Internet, ich versteh nicht, was daran so schwer ist, einfach mal 5 Minuten Recherche zu machen. Machen und der dann die wollen viel lieber mitlaufen, als das Mitläufer. Weil Gehirnzellen hat, der wird da schon checken, dass da nicht irgendwas koscher ist. Da. Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Bis demnächst, ja. 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 Ja, das ist nämlich die nächste Gefahr im Internet, ne? Diese Videos von Entrückung. Ja, die Entrückung hat stattgefunden vor 2 Wochen schon. Hier hat sich jemand qualifiziert für ein Dings, für ein Stummschaltpaket, der Berkay. Der muss jetzt erstmal auf die Ersatzbank. Hallo. Warum muss er? Hallo, mein Lieber, grüß dich und deine Familie. Danke. Wie geht's dir? Ja, Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Oh, Alhamdulillah. Ich habe wirklich also eine ernste Frage, ja? Mhm. Bist du eigentlich jetzt so ein bisschen gut mit ABK? Wollt ihr nicht Cher machen? Ja, wir wollen Cher machen. Wir wollen viel, viel Cher machen. Was? Cher machen? Cher. Cher. Cher to pair, Reza, Cher to pair. Certo, Pest. Jetzt stellt der Berkay auch noch eine Anfrage. Berkay, ja, was möchten Sie bitte? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Warum hast du in den Kommentarbereich rumbeleidigt? Was habe ich nochmal gesagt? Du hast in den Kommentarbereichen rumbeleidigt. Du hast gesagt Kolchala. Das ist ein Kollege von mir. Ach so, der benutzt deinen Account, ne? Nein, den ich beleidigt habe, ist ein Kollege von mir. Warum machst du das denn? Hä? Warum beleidigst du denn deinen Kollegen? Nein, die sagen die ganze Zeit so, ich will was von einem Mädchen. Auf jeden Fall, hast du dich eigentlich bedankt bei ABK? Ja, der hat mir sehr, sehr große Vorteile verschafft, dass ich sehr viele Menschen... Ja, weil jetzt hast du diesen Fame und dann... Du musst dir mal vorstellen, was der ABK da angerichtet hat, ne? Durch ABK konnte ich ja Millionen, also seine Aufmerksamkeit auf mich aufmerksam geworden sind, ne? Ja. ABK hat wirklich einen guten Dienst gelassen. Hunderttausende Menschen erreicht, ne? Ja, genau. Der hat den Herrn Jesus genau gut nachgefolgt, ne? Was der Herr ihm gesagt hat, hat er gut gemacht, wie ein Sklave. Hammer, ne? Ja. Er versteht das ja nicht, ne, was er da gemacht hat. Ja. Seine größten Aufrufzahlen hat er mit mir erreicht. Von den 2 Millionen Aufrufen. 2,2 Millionen Aufrufe, ist unglaublich, ey. Ja. Er wollte natürlich, er war auf seinen Vorteil bedacht. Er hat natürlich auch versucht, dich vor die Karre zu binden, um jetzt auch noch
bisschen Geld zu machen, bisschen eine Show zu machen, ne? Aber er hat nicht verstanden, was er da für eine Detonation im islamischen Sinne auslöst, dass du halt dadurch seine Reichweite auch bekommst, dass du dann hunderttausende Muslime aus dem Islam rausholst, wie kein anderer zuvor. Mama. Das haben die nicht begriffen, ne? Das hat er nicht gedacht. Ey, Perser, ich wünschte. Ey, ich wünschte, ich sehe dich einmal. Ja, und dann, Tay Dada. Sollen wir dann Zeit trinken gehen, oder was? Gott segne dich und deine Familie, möge der Herr dich und deine Familie ewig schützen, dass niemand ihnen was antut. Genau, lieber du sollst einen Zeit trinken. Genau. Kalimera. Oh. Kalispera. Abend. Kalispera. Hallo, mein Lieber. Wie geht's? Gut, und dir? Gut, danke. Ex-Muslim, kannst du mich überzeugen zum Christentum? Ja, wenn dich das Leben von Jesus Christus nicht überzeugt, wie soll ich das dann machen? Ja, ich sag ja, hast du Argumente, dass irgendwas das beweist, dass Jesus Gott ist? Ja, natürlich. Johannes 14, Vers 6. Ihr kommt immer mit dem Bibel oder mit Koran, aber was, wenn du an beides nicht glaubst, nur an Gott glaubst, Beispiel? Ja, wer ist denn dein Gott? Ja, ein Gott, den man nicht gesehen hat, sozusagen. Du weißt, existiert jemand. Ja gut, das ist doch schon mal was. Da kannst du diesen Gott, an den du glaubst, der jetzt da ist, da kannst du ihn da fragen, einfach in einem kleinen Gebet. Gott, wer bist du? Ja, ich glaube an dich, ich weiß, dass du da bist. Ich weiß aber nicht, wer du bist. Ich will mit dir eine Beziehung haben. Ich will dich kennenlernen. Ja, aber wenn man es schon gemacht hat und trotzdem keine Überzeugung zu Jesus Christus kommt. Aber normalerweise bin ich Muslim, weißt du? Ja. Aber letzte Zeit schwankt bei beiden. Also ich denke manchmal, beide Religionen erfinden immer was dazu. Ja, da fragst du jetzt Gott. Bist du Allah oder bist du Jesus? Frag ihn heute Abend, wenn du schlafen gehst, bevor du schlafen gehst. Ja, aber wenn du keine Ahnung. Und dann fragst du. Und dann sagst du Gott. Wie bist du Ex-Muslim? Wie bist du überzeugt worden vom Christentum? Ich habe alle Recherche begangen. Durchlesen? Ja, genau. Durchlesen, historische Fakten, die ich berücksichtigt habe und mir die Auferstehung, Kreuzigung und Gottheit Jesu Christi mir angeguckt habe. Und alles ist bewiesenermaßen erwiesen. Amen. Ja, wir haben heute den größten. Hat es da was Besonderes gehabt bei dir, wo dich richtig überzeugt hat, es muss so sein? Ja, verstehst du Englisch? Ja, nicht so gut. Ja. Also es gibt eine Debatte im englischsprachigen Raum, die wurde 1985 oder 87 wurde die abgedreht zwischen zwei wirklichen Akademikern, also Josh McDowell und Ahmad Didat. Sheikh Ahmad Didat gegen Josh McDowell, der ein Atheist war und Christ geworden ist und der sich der eigentlich die Bibel widerlegen wollte und am Ende hat er den Herrn Jesus Christus angenommen und bezeugt, dass die Bibel das wahrhaftige Wort Gottes ist, ne? Und dann haben die sich getroffen vor 5000 Menschen in einem Stadion und haben darüber diskutiert, ob Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden ist, weil das ist ja das große Problem, was wir beide haben miteinander, die Muslime und die Christen. Der Islam behauptet, dass der Herr Jesus Christus nicht gekreuzigt und nicht auferstanden ist, also nicht gestorben ist und nicht gekreuzigt wurde. Es erschien ihm nur so viel mehr. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass der Herr Jesus Christus sagt, es ist vollbracht und er neigte sein Haupt und er verstarb. Und das ist ein Riesenproblem. Und da müssen wir halt gucken, gibt es außerbiblische Beweise, um das Ganze zu beweisen? Ja, die gibt es. Und da haben die sich getroffen vor 5000 Menschen in einem Stadion und haben darüber geredet. Und am Ende der Debatte war mir alles klar. Der Islam ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Jesus Christus wurde gekreuzigt und ist wahrhaftig auferstanden. Das Grab ist leer. Aber wie konnten so viele überzeugt werden? Das war auch vom Christen zum Beispiel. Jetzt beim Islam auch so viele Leute Überzeugung bekommen haben. Es sind ja Milliarden, Millionen. Also wie viele sind es überhaupt? Ja, der Islam wächst ja nur durch Geburtenrate, nicht weil der Islam die Wahrheit ist. Die Muslime machen ja ohne Ende Kinder. Das ist ja das Problem, was wir haben. Nicht weil der Islam die Wahrheit ist und dass die Menschen in Scharen den Islam annehmen. Nein. Die Gelehrten geben das heute zu. Und Al-Jazeera hat ja auch eine Studie rausgegeben, in dem bewiesen wurde, dass 16 Millionen Muslime weltweit jedes Jahr den Islam verlassen, wenn nicht sogar weitaus mehr. Aber es gibt ja auch viele, die annehmen. Ja, sage ich aber, das Annehmen des Islams ist ein Bruch
Teil von dem, wie viele aussteigen, aber sie das nicht äußern dürfen. Weißt du warum? Als Propaganda meinst du? Nee, weil Mohammed gesagt hat, wer seine Religion ändert, den. Nee. Aus Angst sagen die es nicht, aber sie würden am liebsten ihren Mund aufmachen und sagen, der Islam ist nicht die Wahrheit, der Islam klaut seine Verse von Menschen, das ist ein historisches, katastrophales Buch, Allah behauptet wissenschaftliche, unsinnige Sachen in dem Buch, also was ist das, Mann? Ex-Muslim, wenn ich zum Beispiel an Gott glaube, ohne denken an Jesus, ohne denken an Allah, also Allah auch im arabischen Sinne Name, und nichts Schlechtes mache, es gibt keine Vergebung. Ja? Ja. Also seid ihr in dem Sinne auch gleich ungefähr? Ja, nee, das ist ja das. Im Islam ist es so, dass du dein Leben für Allah geben musst, um sicher ins Himmelreich zu kommen. Das heißt, du gehst mit Allah diesen Vertrag ein, in Sure 9, Vers 111, damit du sicher ins Himmelreich von Allah gehst, also dieses You have na Himmelreich. Und auf der anderen Seite siehst du, dass der Herr Jesus Christus genau das Gegenteil macht. Und die Schuld, die du eigentlich bezahlen musst, auf sich nimmt. Er bezahlt für dich. Mhm. Also für was entscheidest du dich? Dass Gott aus Liebe die Form eines Menschen angenommen hat, um aus Liebe heraus für dich zu leiden und für dich das, deine Schuld auf sich zu nehmen? Oder willst du lieber im Dschihad dein Leben lassen? Das klingt aber auch skrupellos, dass er sich selber da aufhängt. Also kreuzigen lässt. Das findest du skrupellos. Aber wenn zum Beispiel dein Kind gerade leidet und jemand dir sagt, du kannst dieses Kind retten, du musst aber dein Leben geben, wärst du bereit oder wäre das skrupellos? Nein, aber der kann ja antworten. Es ist doch Gott. Es ist doch Gott. Es ist doch Gott. Nein, es ist nicht skrupellos, aber es ist doch Gott. Der könnte alles anders ändern. Liebe Gottes, darin nicht verstehst, anhand des Beispiels, wenn du dein Leben für deine Kinder geben würdest, dann tut es mir leid. Denn das ist der größte Liebesakt, den man nur beweisen kann. Stell mal vor, jemand redet nur und sagt, ich liebe dich. Und dann seine Taten sprechen aber eine ganz andere Sprache. In dem Sinne waren die Menschen dann mächtiger wie er. Nein, er hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig hin und ich habe auch die Macht, es freiwillig auch, ich habe die Macht, es auch wieder zu nehmen. Ich gebe mein Leben und lasse und nehme mein Leben wieder. Das hat der Jesus Christus gesagt. In Johannes Kapitel 10. Schwer. Ist nicht Jesus Christus ein viel, viel schöneres Vorbild als Mohammed? Sei mal ehrlich. Mohammed wird auch gut beschrieben. Also du findest einen Menschen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und mit neun... Nein, aber hör mal zu. Hör mal zu, da gibt es auch so, ich zweifle an den Hadithen. Im Koran kannst du Baby heiraten, Sure 65, Vers 4. Wieso, was steht da drin? Das geht, bis sie noch nicht ihre Menstruation erreicht haben. Und du weißt, es gibt kein gewisses Heiratsalter im Islam. Du kannst sogar ein Baby heiraten. Du musst nur warten, bis da etwas dran ist. So sagen es auch die Gelehrten. Maximo al-Fatwa, das ist die Fatwa Nummer 6058. Es ist dir erlaubt, Babys zu heiraten im Islam. Und jetzt sag du mir, ist das die Religion des Teufels oder von Gott? Ich erkläre gar nichts, aber ich erkläre das nicht gut. Vielleicht wird es auch falsch verstanden. Ja, dann findest du Allahs Religion nicht gut. Dankeschön. Fertig, aus. Ich schwank gerade an beiden. Ich denke nur, glaub an Gott. Du weißt nicht, wie er aussieht. Es gibt irgendwas Mächtiges. Mach nicht schlecht. Wer nicht glaubt, dass ich für ihn bezahlt habe, oder wenn ich glaube, dass ich es bin, so wird der in seinen Sünden sterben. Glaubst du, dass Jesus Christus für dich stellvertretend bezahlt hat? Nein, ne? Nein. Siehst du, dann wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Das ist das Traurige daran. Du kannst aus Gnade errettet werden, du musst nur Ja zu Jesus Christus sagen und du kannst die Hand des Herrn Jesus Christus greifen und dich retten lassen. Oder du sagst, Jesus Christus, ich lehne dich ab, aber dann musst du mit den Konsequenzen rechnen, spätestens dann, wenn du in den Tod gehst. Aber nur eine zwischendurch, weil ihr sagt immer wegen Koran und so, da steht aber auch was Gutes, Positives über Christen. Also da steht, Christen, Juden und Sabier, die an einen Gott glauben, jüngste Gericht und gute Taten verbringen, die haben nichts zu befürchten. Steht auch im Koran. Das ist die Sure 2,62. Das ist aber nur dieser eine Vers. Und dann sehen wir auf einmal in Sure 3, Vers 58, dass da steht, wer aber etwas anderes als den Islam begehrt als Religion, das wird von Allah niemals akzeptiert werden. Und sie werden zu den Verlierern gehören. Aber Islam heißt auch übersetzt Weg Gottes, oder? Weg der Gottesfürchtigkeit. Nee, oder? Islam heißt einfach nur Unterwerfung. Und der Muslim ist unterworfener.
Das ist halt nur ein arabisches Wort für Gläubiger. Nein, der Islam hat das Ziel, dich zu unterwerfen. Dein Land, deine Familientradition, deine Religion muss unter dem Islam kommen. So einfach ist es. Der Islam hat nichts mit einer normalen spirituellen Quelle zu tun. Der Islam ist in sich sehr, sehr gewalttätig und beansprucht, die einzige Religion zu sein, die über alle anderen Religionen herrschen muss. Und das findest du in Sura 8, Vers 39. Kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion gänzlich Allahs ist. Aber in der Bibel steht, glaube ich, auch was über Kampf. Nein, das sind alles historische Völker, die es damals gab und heute nicht mehr gibt. Das ist das Alte Testament. Wir sind im neuen Bund mit Jesus Christus und er sagt uns in Matthäus 5, Vers 43, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen und bitte für die, die dich beleidigen und verfolgen. Ja, ich hoffe natürlich, dass du dir Gedanken machst um deine Ewigkeit, ne? Weil eines Tages gehst du auch in den Tod und das war's. Du kehrst also dann nicht mehr zurück, ne? Wenn es der falsche Weg ist, dann komme ich zu dir zurück. Nee, du entscheidest dich ja für einen Sündlosen. Für jemanden, der niemals gelogen hat. Lies die Bibel und lies den Koran und bete zu Gott. Gott, zeig mir die Wahrheit. Bist du der Gott des Korans? Bist du Gott der Bibel? Ich möchte keine falsche Entscheidung treffen. Hilf mir dabei. Und Gott wird dieses Gebet erhören. Und er wird sich dir offenbaren. 100%. Warst du strenggläubig früher Muslim? Nö, wir sind einfach in einer muslimischen Familie geboren. Ich habe als kleines Kind das ein bisschen von meiner Mutter beigebracht bekommen und dann irgendwann hat man mit dieser Religion gar nichts mehr zu tun. Und dann im späteren Alter, ne, als wenn man aus dieser Jahiliya-Zeit rauskommen möchte, beschäftigt man sich mit seiner Religion. Ich habe es auch getan, aber in einer kritischen Art und Weise. Ich wollte also wissen, ob der Islam auch überhaupt den kritischen Standpunkten standhält. Hast du das auch mit der Bibel probiert? Natürlich, wir müssen alles kritisch betrachten. Und dann siehst du auf einmal, kann die Bibel diesen kritischen Standpunkten standhalten? Ja, absolut. Wir haben Beweise für die Authentizität der Bibel und nicht den Koran. Danke. Ja, aber du kennst den Koran auch auswendig fast. Auswendig nicht, aber ich kenne sehr viele Suren und sehr viele Verse. Ne? Danke, danke, ihr Lieben. Warte, Entschuldigung. Castriotti hat für Albaner gekämpft und nicht für Religion. Der hat als allererstes erstmal den Islam zurückgedrängt. Das ist das. Die Osmanen. Ja, genau. Der hat den Islam, der einmarschiert ist nach Albanien durch die Osmanen, hat er zurückgedrängt. Der Volksheld, euer albanischer Volksheld, der Skanderbeg. Und die Flügel von eurem Adler bedeuten ja auch etwas. Und zwar 25 Jahre resistent. Genau. Widerstand gegen den Islam. Gegen das Osmanische Reich. Da haben auch Moslems gekämpft. Die wollten euch islamisieren. Aber da haben auch Moslems gekämpft. Albanische. Nein, ihr wart ja damals keine Muslime. Ihr seid heute Muslime, weil die Osmanen euch auseinandergenommen haben. Deswegen seid ihr heute Muslime. Aber es gab schon zu der Zeit Skanderbegs Muslime, albanische Muslime. Ja, vereinzelt vielleicht irgendwann. Aber ich meine, der Großteil wollte euch islamisieren. Und das war durch die Osmanen, die vor den Toren auch, vor euren Toren standen und mit euch da den Krieg geführt haben. Die waren ja schon drin, das ist später entstanden, der Krieg. Hast du dich schon mal mit der Entstehungsgeschichte des Islams auseinandergesetzt? Entstehungsgeschichte? Ja, genau, wie der Islam sich überhaupt verbreitet hat. Durch Krieg. Richtig, sehr gut. Durch was für einen Krieg? Ich weiß nicht mehr genau. Angriffskriege. Das heißt, Mohammed hat befohlen und Allah befiehlt, dass du in Länder einmarschierst und sie zum Islam bringst. Ne? Durch, du weißt schon. Sure 9, Vers 123, in ein Land einzumarschieren, wo ihr noch niemals einen Fuß reingesetzt habt und dass ihr hart seid gegen die Ungläubigen. Ja. In unterdrückte Länder vielleicht. Bitte was? In unterdrückte Länder. Ja, alle islamischen Länder sind unterdrückte Länder. Hm.
Okay, keine mein Ahnung, ich bin in der Zweifelphase, Ex-Muslim. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Geh heute auf die Knie und bitte Gott nochmal von Neuem, dass er dich dir zeigen soll. Ne? Wer bist du? Zeig dich mir. Habe ich schon gemacht, schon oft. Nein. Bleib dran. Such weiter Gott. Such ihn. Bete zu ihm. Er wird sich dir offenbaren. 100%. Und lies die Bibel und lies den Koran und vergleiche. Aber verliere nicht deine Zeit, Kadima. Du weißt nicht, wie viel Zeit du hast. Ja. Oh, ich schiebe. Verliere nicht deine Zeit. Okay, mach's gut, Ex-Muslim. Mach's gut, Reza. Gott segne dich. Gott segne dich, mein Bester. Ja. Das sind auf jeden Fall auch eine Erweckung, ne? Unter Albanern, ne? Merkst du? Ja, total, heftig. Also wirklich heftig bei denen, ne? Ja, ja, da ist was, da ist irgendwas im Gang. Ne? Eine Frage? Ja. Links, warum bist du Ex-Muslim? Hallo? Ja. Warum bist du Ex-Muslim? Seit geraumer Zeit. Siehst du schon, ich krieg hier graue Haare. Von euch. Eine Frage, bei euch steht's, guck mal. Du denkst ja, Jesus ist doch Gott, oder? Bei euch. Ich denke das nicht nur, er sagt es sogar, und das aus deinem Koran sogar. Nein, nein, du sagst, also er ist doch auch allwissend, oder? So. Ja, er weiß zum Beispiel, dass der Petrus ihn dreimal verrät, ehe der Kran füllt. Ja, der Hahn kräht, Entschuldigung, genau so. Guck mal, das ergibt keinen Sinn. Guck mal, das ergibt keinen Sinn. Aber das ergibt Sinn, dass der Isa aus dem Koran weiß, was 8 Milliarden Menschen aufgespeichert Junge, haben. Junge, bei euch steht es in der Bibel, dass Isa, also Jesus, selbst ein niemand anbietet. Das richtig Gott. Wusste. Junge, erstes Mal Gott, bei Gott. Egal. Inshallah, rechtleit dich. Mit was denn? Mit seinen Schienbeinen oder mit seinen zwei rechten Händen? Junge, das kannst du in der Hölle auch genauso sagen. In der Hölle werde ich Allah niemals mehr sehen, weil ich im Himmelreich bin. Du wirst den Teufel sehen, weil du ohne Jesus Christus in den Tod gehst. Also du wirst schön in der Hölle, nur no, egal. Vielen Dank, lieber Armenier Toni. Okay, mein lieber Musa, Gott segne dich und deine Familie. Musa, mach dir Gedanken über deine Ewigkeit. Bete zu Gott, dass er dir die Wahrheit zeigt. Hallo? Hallo? Ich habe so eine Frage, Ex-Muslim. Ja. Also, ich bin Christ und ich finde auch, das ist der richtige Weg, aber bitte halt, ich frage mich manchmal. Wie bitte? Kannst du mal aufhören, dieses Klackern, was ist das? Ich glaube, mein Handy ist kaputt. Ja, das ist unerträglich, es tut mir leid. Ey. Beeil dich, schreib mal die Frage schnell, das ist unerträglich, Mann. Also Ding, ich frage mich halt manchmal, wie können Leute so, halt, wie kann man das nicht verstehen, dass Jesus Christus unser Herr ist, weil das ist doch offensichtlich und ich verstehe nicht so ganz, wie man halt so blöd sein kann und hast du vielleicht eine Antwort drauf? Ich glaube, du machst was ganz anderes gerade mit deinem Handy, oder? Was? Na, na. Ja, wie kann man das? Ja, natürlich, wenn du natürlich so ein Ignorant. Das ist ein Morsezeichen oder was? Ja, Morsezeichen macht er, genau, SOS. Bist du in einem Bunker oder was? Leute, es wird, glaube ich, langsam Zeit, Morsezeichen zu machen. SOS. Mäuse zu sehen im Traum. Mäuse zu zählen im Traum. Mäuse. Ah, Armin, weißt du, ne? Dieser Sheikh hat ja gesagt, Mickey Maus muss sterben, ne? In Fatma. Weil das die Mäuse sind, die Soldaten an Soldaten des Ja, deswegen Tom und Jerry. Ne? Diese Maus ist ja wie ein Teufel, ne? Und dann welcher ist Tom, wenn ich, Jerry ist der dumme Kater, ne? Ja, genau. Tom ist die Maus, ja, genau. Hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Ja, hallo. Hier. Ja, ich habe eine Frage auf diese Frage, was zuvor der Junge dir beantwortet hat. Ja. Du meinst ja mit dem Islam was, oder nicht? Was denn?
Na, dass du gesagt hast, wir sollen uns mit dem Gürtel irgendwo sprengen, meinst du, oder nicht? Und der Allah verlangt von dir, dass du dein Leben für ihn lässt. Okay, okay, schlag mir mal bitte den Vers auf, wo das steht. Wir sollen uns mit Gürtel sprengen. Du Peach, schlag nicht, du Peach. Die Peach-Kinder, mach mal, schlag mir mal auf, du Peach-Kind. Beruhig dich mal, beruhig dich mal. Ich beruhig mich doch, alles gut, aber es sieht es nicht in den Lächeln. Gib das dir trotzdem die Berechtigung, sowas zu uns zu sagen? Nein, natürlich auch nicht, aber warum lacht er? Das ist ja, als ob er meine Religion. Trotzdem hast du nicht sowas zu sagen. Trotzdem hast du sowas nicht. Okay, aber warum lacht er denn? Habe ich gelacht? Und trotzdem hast du sowas nicht zu sagen. Ja, weil aber das lustig war. Du hast gesagt, okay, mit Gürtel sprengen. Okay. Ihr zieht euch. Okay, jetzt eine andere Frage. Ja. Warum ist er weggegangen? Hast du ihn rausgetan? Oder? Ja, ich kann ihn nicht mehr tragen, echt. Nein, komm, der hol den nochmal hoch. Den musst du gucken, was da sein. Nein. Wie sagt der immer, Christian? Wenn der Kunde ist König. Der Kunde ist König. Hallo? Hallo. Hey, hi. Wie geht's euch? Alhamdulillah, Jesus. Das wollte ich eingangs sagen. Ich hatte es in meinem Hinterkopf, ich wollte sagen, Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Einfach um alle zu triggern. Aber dann dachte ich mir, nein, heute, wir sind auf guter Froh unterwegs. Wie geht es eigentlich, also euch beiden, als oder ja, wie soll man das sagen? Das ist schwer als Frage zu formulieren. Wie geht es euch beiden eigentlich als das klingt jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch, aber nein. Wie geht es eigentlich als euch beiden, die im Iran geboren Männer sind, Eltern, Geschwister etc. pp. Was sagen die zu euch? Was halten die von euch? Gibt es da irgendwelche Abneigungen oder sagen die alles in Ordnung? Oder? Die sind sehr, sehr geneigt von uns. Sehr, sehr. Die sehr, sehr geneigt von uns. Wir dürfen den Iran. Ja, und eure Familie, die außerhalb wieder? Vom Iran leben? Ich glaube, mein Bruder hätte noch eventuell eine Chance, in den Iran einzureisen, aber bei mir sofort Todesstrafe. Ich darf nie wieder in den Iran, bestimmt nicht. Niemand. Solange aber wie verhält sich das dann? Also, man kann das Ganze ja, also was ich immer denke ist, wie würden, also wenn jemand mir etwas antut, dann denke ich immer, wie würde sich denn derjenige fühlen, wenn ich dasselbe zu ihm machen würde? Ja, so lange. Und dann denke ich mir, aber wenn das jetzt umgekehrt wäre und ihr wohnt jetzt beispielsweise in Georgien und dann sagen, ja, du bist jetzt Moslem und dann sagen die Georgier, ja, aber wenn du nochmal hier hinkommst, dann steinigen wir euch. Was würden dann die Moslems sagen? Das ist ungerecht, aber darüber machen sie sich keine Gedanken, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist. Das ist ja das Traurige. Aber wenn die wollen nicht, dass du das an denen machst, aber die machen das an dir. Ja. Verstehst du? Die wollen nicht, dass du denen das antust, was die dir antun. Ja. Das ist ja ungerecht. Wie kann das denn gerecht sein, wenn sie sagen, ihr Gott ist der beste Gott? Und wie, also passt ja nicht zusammen, oder? Also rein logisch jetzt. Ohne, dass ich jetzt irgendeinen Suche vorlesen muss. Ja, das sind Dinge, über die sie sich eben Gedanken machen müssen, und das machen die aber nicht, leider. Ja, was soll ich sagen? Schade. Mach's gut, Victoria. Viel mehr. Ja, mach's gut. Dich auch. Hallo, Amir. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Ich habe zwei kurze Fragen. Ihr seid ja beide Iraner. Seid ihr da zusammen zum Christentum konvertiert oder warst du als Erster und hast deinen Bruder dann
irgendwie. Nee, mein Bruder hat für sich selber das Ganze herausgefunden. Ich hatte selber meinen eigenen Weg. Ich wusste gar nicht, dass mein Bruder sich parallel auch dazu. Ja, ist heftig, wie der Herr uns beide gezogen hat, ne? Unglaublich. Und beide habt ihr dann sozusagen. Beide haben wir uns dafür, ja genau, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Er auf in seinem Weg und ich mit meinem Weg. Wahnsinn, ne? Und am Ende haben wir uns zusammen so getroffen. Weil ich habe mir immer gedacht, so, wer hat denn wen jetzt von euch jetzt überzeugt? So, weißt, weil ihr seid ja beide Eltern, also die gleichen Eltern, ihr seid ja Brüder. Ja, genau. Und dann dachte ich so, okay, der Ami hat bestimmt seinen Bruder überzeugt oder andersrum. Nee, ganz und gar nicht. Also mein Bruder ist seinen Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen und am Ende haben sich die Wege gekreuzt. Ne? Das ist das, Hammer. Und ihr habt davor noch nie darüber geredet? Ab und zu mal hatten wir darüber geredet, aber ich wusste nicht, dass jeder sich so intensiv damit beschäftigt. Ne? Ah, okay. Er für sich und ich für mich, ne? Okay. Und fast zeitgleich den Herrn angenommen. Das muss ich mal vorstellen. Hammer. Ja. Eine andere Frage, Ding. Du hast ja mal Christian Prinz getroffen, persönlich, oder? Ja, der war hier bei uns, ja. Und wie war das? Weil er ist ja im Internet ziemlich aktiv und so. Er zeigt sich ja nie. Nee. Wie kam der Kontakt dazu? Wie kam das, dass er dich besucht hat in Deutschland? Das würde mich interessieren. So, ganz normal. Wir hatten ja die ganze Zeit Kontakt über Internet, ne? Und der hat sich entschlossen, dann hier jemanden zu besuchen. Und der ist ja über ganze Welt weit connected, der Christian Prinz. Die Leute laden ihn ja überall ein, nach China, nach Vietnam und nach überall hin laden die Leute den ein. Und der kam dann auch nach Deutschland, haben wir den gesehen. Da sind wir mit dem rumgelaufen, ein bisschen essen und so, ne? Und aber das ist ja. Der ist ja richtig im Internet aktiv, aber keiner weiß, wie der aussieht. Ne? Das ist das ja. Ja, der sieht so aus wie Abu Bakr al-Baghdadi. Ja, er sieht original aus wie Abu Bakr al-Baghdadi. Nein, oder? Ja, wie der Gründer des Islamischen Staates, genau, wie der Kalif von den Muslimen. Aha, okay. Und von dem hast du natürlich viel gelernt. Ja, natürlich hat man von dem viel gelernt. Ne? Ohne den ist natürlich, wären wir noch hinterm Mond, was Islam-Kenntnis betrifft. Ne? Ja, weil er zigtausende von Debatten geführt hat und man sich das so reinzieht und dann denkt man sich so, Wahnsinn, ey, was der alles für Kenntnisse besitzt, das ist unglaublich. Hast du das gesehen, wo er sich mal mit diesem einen aus England gezopft hat? Du meinst den Mohammed Hijab, ne? Ja, genau. Ja, die haben den nicht ausreden lassen, ne? Die lassen den auch nicht reden. Weil er zu viel Ahnung hat, der Typ. Und wie heißt der andere, dieser? Ali Dawa. Ja, der auch da gegen diesen Engländer so eine Debatte geführt hat. Gegen den Hijab. David Wood. Ah, David Wood, genau. Mhm. Okay. Nee, gut, Amir, das war's schon. Alles klar. Okay. Alles klar, Gott segne dich, mein Bester. Ich auch, ciao. Mach's gut, ciao. Hi, wie geht's dir? Ganz gut, danke dir, wie ist es dir? Ach, mir geht's auch ganz gut, danke dir. Du, ich habe mal eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich bin jetzt noch nicht so lange im Christentum oder ich beschäftige mich noch nicht so lange damit, mit der Religion. Ich lese die Bibel, ich habe für mich schon viele Antworten gefunden, also was Probleme im Leben angeht und was nicht alles. Ich bete auch regelmäßig. Bei mir ist das krass, in der Vergangenheit bin ich immer wieder, ich weiß nicht wieso, mit dem Christentum in Kontakt gekommen, ohne zu merken wirklich warum. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also irgendwie, bei mir ist das so, für mich, ja, das ist schwer zu erklären, was ich genau von dir will oder was ich dich fragen will. Ich habe viele Fragen für mich selber beantwortet. Ne? Und jetzt muss ich sagen, beruflich mache ich, also ich bin Soldat, beziehungsweise war aktiver Soldat, bin jetzt immer noch nebenbei tätig für die Truppe. Ich war auch privat für ja, bestimmte paramilitärische Truppen tätig, Privatfirmen. Und ich frage mich halt einfach rein biblisch, ist das damit überhaupt vereinbar? Weißt du, weil das erste Mal mit dem Christentum richtig in Kontakt gekommen bin ich tatsächlich sogar über die Bundeswehr, über einen Militärpfarrer, als ich Probleme hatte, familiäre, weißt du? Ja, du musst dir die Frage stellen, ne, ob du da in dieser Militäraktion dann auch Menschen... Das heißt ja, du sollst nicht, genau darum geht es ja, es heißt ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht dies und alles und das ist ja alles berechtigt, auch wenn du so rein moralisch darüber mal nachdenkst, weißt du. Mhm. Aber wiederum gibt es natürlich, ist halt ein zweischneidiges Schwert, ne, weil irgendwo ist ja auch das ganze Zeug vonnöten, um gewisse Ordnung aufrechtzuerhalten. Klar, wenn jeder jetzt
an das Wort glauben würde, dann hätte man ja gar nicht diese Probleme. Ne? Liebe deinen Nächsten, du sollst nicht töten. Ne? Aber wenn es einer, wenn sich einer daran hält, ein Land, ein christliches Land angenommen, ne, und gar nichts mehr macht, dann wird es ja überrollt von anderen Leuten, die anders denken. Verstehst du, was ich meine? Und über die Jahre und Jahrhunderte haben wir ja irgendwie oder die Christen an sich ja auch irgendwie überlebt. Und da gab es halt nicht nur Leute, die das Wort friedlich verteidigt haben. Das braucht man ja gar nicht so, ne, schönreden, weißt du? Und da frage ich mich halt immer, ob das, weiß ich nicht, ne, ob ich da vielleicht einen komplett falschen Weg gehe oder nicht, weil ich habe so ein gespaltenes Gefühl in diese Richtung, verstehst du? Das ist ein schwieriges Thema, ne, mit der Verteidigung oder auch allgemein mit solchen Jobs bei der Polizei oder wenn man Menschen auch gefährden könnte als wiedergeborener Christ, das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Das ist heftig. Ja, wie gesagt, das Verrückte ist ja wirklich, ich bin das erste Mal richtig in Kontakt gekommen durch einen Militärpfarrer, weißt du, das ist ja dieses Komische, ne? Das war der liebste Mensch, verstehst du? Ich hatte Probleme mit der Familie, da kamen Sachen raus, ne, weil die haben mich durchleuchtet, weil ich in bestimmten Einheiten war, mussten die halt Background-Checks machen, familiär und so weiter. Und da kamen halt Sachen ans Licht, die ich selber von mir gar nicht wusste, weißt du? Und da habe ich halt Hilfe in Anspruch genommen, da hieß es ja, erst schicken wir dich entweder zu einem Psychologen, ne, oder okay, bei dir ist es jetzt nicht so akut, du hast, bist ja nicht irgendwie suizidgefährdet oder sowas, schicken wir dich zum Militärseelsorger. Ja, und dann habe ich mit ihm geredet, ne, und ja, da, so bin ich halt das erste Mal in Kontakt gekommen. Das kam auch mir auch gar nicht so christlich rüber. Er war halt einfach so eine offene Person, ja, liebevoll halt so, ne. Entschuldigung, wenn du hier im Hintergrund was hörst, ich bin gerade auf Arbeit. Baby, ein Baby. Ja, ich bin so Asylheim gerade tätig, das ist lustig. Hier rennt alles rum. Ja, und deswegen, da stellt sich halt, weiß ich nicht, mir oft die Frage, so, ja, gehst du eigentlich den richtigen Weg, weißt du, weil ich habe die Bibel extra explizit auch daraufhin versucht zu studieren. Und es gibt ja diese eine Sache mit dem römischen Soldaten und seinem Sohn, weißt du? Und da wird ihm ja auch nicht irgendwie abgesprochen nebenbei, warum bist du Soldat oder warum bist du das und das, ne? Da wird ihm ja sogar geholfen, weißt du, mit dem Kind. Du weißt, was ich meine, ne? Dem Kranken. Ja, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ne? Du musst da nochmal den Herrn bitten, ins Gebet gehen und auch nochmal Stück für Stück die Bibel lesen. Ja, weil ich mache mir ganz, ganz oft Gedanken, ich werde jetzt bald Vater, weißt du, ich bin nun mal aktiver Reservist, ich habe ein paar Sachen gemacht, wo ich weiß, wenn das ernst wird, dann würden die mich ranziehen. Und ich weiß nicht, ob ich versuchen würde, über Umwege mich dem zu entziehen oder ob ich sagen würde, geh, ne? Verstehst du, was ich meine? Und das ist halt, das sind diese Zeiten heute, in denen wir nun mal leben. Ich will jetzt hier auch nicht über Politik reden, das ist einfach ein Fakt, ne? Und das ist halt so die Sache, wo ich dann so am Hadern bin, weißt du? Weil vielleicht will ja auch Gott gar nicht, dass ich gehe, oder, ne? Oder vielleicht will er es doch. Ne? Nee, ich glaube nicht, dass der Herr will, dass du da losziehst und in den Krieg auswanderst oder was. Ne? Das ist auch verrückt. Überhaupt. Du weißt ja, dass der Herr sanftmütig ist und von Herzen demütig, ne? Ja. Ja, genau, passt ich das meine, also, glaub, wenn jemand, der auf einmal anfängt, da Krieg zu führen, ist das dann von Herzen demütig und friedlich und so? Ja. Da schreit einer mal, merkt, dass du Gott liebst. Ich hatte so ein verrücktes Erlebnis, als ich das erste Mal gebetet habe zu ihm. Ich war am Heulen, weil das mit dem Kind, das kam auch alles plötzlich und das war durcheinander, weil es das Kind von einer anderen Frau. Aber zu der Zeit hatte ich eine Freundin, so sündiger. Und dann habe ich gebetet, Bruder, ich habe gebetet, was soll ich machen? Kindergeld, alles scheiße. und ja, seit 13 Jahren mit der anderen Freundin zusammen, die hat alles für mich getan. Sie ist keine Christin, aber sie benimmt sich christlich. Gott hat sie mir vielleicht geschenkt und du machst sowas. Vielleicht ist das jetzt die Rechnung, die du von ihm bekommst. Ne? Und dann wurde sie auf einmal krank und ich kriege schon wieder Gänsehaut dabei. Ich habe diese Szene gelesen, also als Jesus wieder auferstanden ist am dritten Tag. Ne? Und ich habe für sie gebetet, dass sie wieder gesund wird, dass es beiden besser geht, ne? Und dass andere nicht dafür leiden sollen, für meine Sünden. Warum sollen andere für meine Sünden leiden, weißt du? Und nach 3 Tagen kam meine Freundin oder meine Noch-Freundin zu mir und meinte, sie weiß nicht, was passiert ist, es geht ihr einfach gut. Sie ist nicht mehr krank. Und da habe ich schwöre dir, ich habe eine, man soll nicht schwören, ich weiß, aber ich habe Gänsehaut bekommen und ich dachte nur so,
ich habe erkannt, dass du mir ein Zeichen geschickt hast. Vielleicht hast du mir in der Vergangenheit Zeichen gesendet oder dir passieren viele gute Dinge, aber du verstehst es einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass du diese Zeichen eigentlich immer bekommen hast, dass du gesegnet worden bist mit einer guten Partnerin, dass du dies und jenes bekommst, dass du überhaupt atmest und aufwachst und laufen kannst oder wie wir beide hier, ne, wir lachen, wir reden, es gibt Leute, die sind an Schläuchen angeschlossen oder was auch immer, weißt du? Ja, da siehst du mal, ne, welches Privileg wir noch genießen dürfen. Ne? Aber auch wenn es nur so das Banalste und das eigentlich das Selbstverständlichste ist, verstehst du? Ja, ja, klar. Aber das ist natürlich dann auch Luxus geworden. Ja, und ich habe, ich weiß nicht, ob das jemand anderes hier vielleicht auch aus dem Chat kennt oder wie auch immer. Ich habe komischerweise die Angewohnheit, ich höre es von vielen Christen, wenn du schlechte Zeiten hast, dann bete viel. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Wenn es mir gut geht, habe ich das Gefühl, bete ich viel mehr, als wenn es mir schlecht geht. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt gerade richtig in der Kacke bin, vergesse ich das oft und bin dann in dieser Orientierungslosigkeit, obwohl dafür ist er ja da, weißt du? Ich bin mehr dankbar, als dass ich fordere manchmal, ne? Und das ist halt die Scheiße, weißt du? Ja, ja, und dem einen so, dem anderen so, ne? Aber du solltest ja schon eine konstante Linie fahren, ne, was das Gebet angeht. Na, natürlich, natürlich. Du sollst die Gebetszeit machen und das Gebet auch ernst nehmen. Ne? Ja, ich meine, ich glaube, ich wurde damals auch beschimpft. Ich erzähle einfach mal eine verrückte Geschichte. Damals auch, als dieser ganze Mist da anfing, zum Beispiel auch mit der Ukraine. Ne? Ich habe ja gesagt, du bist Ex-Muslim, ich bin Ex-Soldat, mehr oder weniger. Ich bin Reservist, ne? Bin auch noch aktiv. Und damals, als der Ukraine-Krieg anfing, ich habe natürlich noch viele Kameraden gehabt und die haben das Geld gesehen darin, weißt du? Und die wollten dann da alle rüber. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir über 20 Leute waren mit den verrücktesten Menschen aus Dänemark, aus Deutschland, Ex-Polizisten aus Deutschland, ne? Und die wollten da rüberfahren. Und ich habe das Gefühl, irgendjemand, ne, und heute weiß ich das, also ich gehe davon aus, hat mich da beschützt, ne? Ich war kurz davor, mit rüber zu gehen. Ich habe so Filme geschoben, ich habe mir schon Telefonnummern in die Uniformtaschen und sowas rein, ne, geschrieben und sowas, weißt du, für den Fall. Ne? Und die Leute haben sich in Deutschland getroffen und dann habe ich irgendwann aus Zufall mit einem Dänen Kontakt gehabt, der auch in derselben Truppe war. Und der war so verrückt, also ja, wir werden bezahlt, da ist so eine Familie, die hören wir da aus dem, da hat das alles noch angefangen, ne? Da gab es noch gar nicht diese Hilfen alle, ne? Da wurde das gerade mit dieser internationalen Legion da aufgestellt und dann sollten wir in so ein Dorf gehen, laut seiner Aussage, und so eine Familie versuchen, da irgendwie raus zu eskortieren, ne? Wir waren nur 20 Leute, weißt du? Ich glaube, die sind heute alle Matsche, die da hingegangen sind, weil ich habe irgendwann gesagt, dieser Däne war so bekloppt, dass ich gesagt habe, mit dem fahre ich nicht. Weißt du, ich kenne meine Leute, ne, mit denen ich damals zusammen da gedient habe, ne, aber ich kenne ihn nicht. Was will ich mit denen? Und mit fremden Leuten mache ich gar nichts, weil ich ihn nicht kenne. Ne? Und der war so drauf, dass er Waffen nach Deutschland schmuggeln wollte und so ein Scheiß, weißt du? Und da habe ich gesagt, Alter, du kannst doch nicht in fremdes Land gehen mit eigenen Waffen und so. Die denken, du wärst der Feind. Ne? Und der war verrückt, ehrlich, der hat Filme geschoben, der wusste nicht, worauf der sich einlässt. Ne? Und von den ganzen Leuten, die da drüben sind, hört man heute nichts mehr. Die sind alle weg. Ne? Ja, heftig. Okay, da habe ich so das Gefühl, irgendwas hat da auf mich aufgepasst, weißt du? Ja, natürlich, der Herr ist immer da. Das ist das. Du darfst niemals zweifeln, sei niemals ein Zweifler. Ne? Ja. Okay. Ach, und noch eine Frage. Ja. Das geht jetzt rein biblisch. Ich hatte einmal eine Diskussion und ich bin ganz ehrlich, ich wusste die Antwort darauf nicht. Ne? Daher habe ich versucht, mit einer Freundin darüber zu reden, so, ja, warum bin ich denn Christ geworden? Warum interessiere ich mich für diese ganzen Sachen? Und sie hat mir dann so eine Frage gestellt, auf die ich keine Antwort wusste. Ne? Sie meinte so, ja, wenn er doch in die Zukunft sehen kann oder weiß, was passieren wird, warum hat er denn damals da den Apfel im Garten Eden geschaffen? Da dachte ich so, ja. Ne? Der Herr hat diesen Baum erschaffen, dass die Menschen das nicht machen, aber die Menschen hatten ja mit einem freien Willen. Der Herr hat den Baum erschaffen, damit sie nicht von dieser Frucht essen hat. Das war auch ein Gehorsamsakt. Ne? Und der Herr lässt war das schön ihren freien Willen auch gehen. Er lässt sie ihren freien Willen auch komplett sozusagen auch ausleben. Ne? Ja, was mir dann halt immer gesagt worden ist, warum wurde denn der Apfel dann überhaupt erschaffen, wenn man doch weiß, ja, daraus kann viel Böses entstehen, weißt du? Und ich habe halt nur gesagt, ja, es geht halt im Leben um Prüfungen und so weiter und so fort. Aber so konnte ich sie halt nicht überzeugen, weißt du? Ja, das ist ja, wie du schon gesagt hast, das ist eine Prüfung und der Herr hat natürlich diesen Baum entwickelt und diese Frucht da dran gelassen, damit die Menschen davon nicht essen.
Und sie hatten den freien Willen, der Herr hat ihnen was gesagt, aber die Menschen hören ja nicht. Genauso wie heutzutage die Gesellschaft. Der Herr sagt dir etwas, aber die Menschen hören ja nicht. Das ist das Problem. Ja, ja, klar. Der Herr sagt A, die Menschen machen B. Aber aus Liebe heraus lässt der Herr auch ihnen den freien Willen. Ich finde das krass, dass du so oft, dass du die Liebe so thematisierst, weil bei vielen fehlt mir das. Zum Beispiel hier auch auf TikTok. Es gibt ja viele christliche TikToker auch, das kennst du bestimmt auch. Und da geht es mehr um, die machen das immer unter dem Deckmantel der Ermahnung, aber die verurteilen ständig, weißt du, dieser vermeintliche Perfektionismus, der aber indirekt dann zur Sünde aufruft, weißt du, ohne es dann zu merken. Verstehst du, was ich meine? Dieses, angenommen, ich würde jetzt zu dir sagen, ich urteile jetzt über dich, ja, so wie du das machst, du landest irgendwie in der Hölle oder ne, du machst das und das falsch, ne, du musst das mit Liebe oder ich muss, weißt du, was ich meine? Als ob ich hier der Prophet wäre oder sowas. Heißt, also viele, es gibt viele so Leute, ne? Leider. Ne? Ja, muss man für beten, auch für diese Menschen, ne, dass die alle mehr in der Liebe wandeln. Natürlich. Okay, nee, wie gesagt, ich finde das cool, dein Content, wollte ich dir nur mal mitteilen. Ne? Gott segne dich, alle Ehre dem Herrn. Gott segne dich, euch. Alles klar, Mann. Danke, dass du dabei warst. Gott segne dich. So, Leute, ich beende den Livestream jetzt. Wir haben schon 10 nach 11, ich bin schon todestot. Ich fühle mich langsam richtig müde, ich komme gerade total relaxed und entspannt. Ihr seht das schon anhand meiner Augen. Ich schlafe gleich an. Tut mir leid, ey, ich kann nicht mehr, ehrlich. Wir gehen jetzt langsam mal in Richtung Hayabubu, machen mal ein bisschen was essen oder was. Und dann sehen wir uns, so Gott will, morgen. Reza, bist du noch da? Reza? Dr. Reesmann? Danke, Alter. Dr. Reesmann? Danke, Toni. Dr. Reesmann? Der Hetzboy ist gerade mit den Hunden. Also, dann sag ihm gleich, dass ich dann den Stream jetzt beendet habe. Nicht, dass er denkt, dass der auf einmal gesperrt wurde. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr alle im Buche des Lebens verzeichnet seid, eure Namen. Und gute Nacht und danke dir, dass ihr wirklich gerettet werdet. Das ist mein größter Wunsch, ne, den ich jedes Mal in meinem Kopf habe, dass die Menschen, alle, die mit uns reden, auch gerettet werden. Dass sie sich für den Sündlosen entscheiden, nicht für irgendjemanden, der sich anmaßt, irgendwie perfekt zu sein, sondern wirklich zum Perfekten hinzugehen, und zwar zum Jesus Christus, zum Herrn Jesus Christus. Und seine Schuld vor ihm zu bereuen. Amen. Gottes Segen, ihr Lieben. Und Dankeschön für alles. Möge der Jesus Christus euch das 10.000 Millionenfache zurückgeben. Dankeschön für alles. Vielen lieben Dank. Gott segne euch, ihr Lieben. Bis morgen, so Gott will. Amen.